Herzlich willkommen zu Strategie machen. Strategie machen. Einem Videopodcast für alle, die Strategie machen wollen. In dieser Folge möchte ich erklären, wie dieser Podcast funktioniert, worum es geht und wie er abläuft. Zur Motivation erkläre ich am besten die Geschichte, als ich vor ein paar Jahren in Düsseldorf einen Talk gehalten habe vor circa 200 Leuten. Und die Frage, die ich gestellt habe, war: Wer von euch kann mir die Strategie seiner Firma erklären? Hände hoch! Wer denkt, er arbeitet in einer Firma, wo die ersten drei Schritte erledigt sind? Klar werden, wer man ist, was man will, Zweck, Vision, Strategie stehen, und jeder in der Firma hat die strategischen Schritte, die vor uns stehen, begriffen, erklärt bekommen. Es gehen eine Hand hoch. 95% der Leute wären also nicht in der Lage gewesen, mir die Strategie zu erklären. Ihre Firma. Das heißt, sie wissen nicht, woran sie, warum, in welchem Moment arbeiten und was das Ziel von dem Ganzen ist. Und das Ganze hat natürlich Folgen, wenn die Leute nicht wissen, warum sie woran arbeiten. Das erste ist, dass die Leute vollkommen orientierungslos sind, nicht wissen, warum diese und jene Initiative auf sie zukommt, nicht wissen, warum sie gerade an diesem und jenem arbeiten, nicht wissen, wie das, was sie tun, mit dem zusammenhängt, was die anderen machen und welches gemeinsame Ziel das hat. Das heißt, ich kann auch nur an meinen Dingen arbeiten, ich kann den anderen nicht helfen, weil ich nicht weiß, wann ich gebraucht werde, weil ich den Gesamtsinn der Arbeit nicht kenne. Das nächste ist, dass die Teams, die hoffentlich auch in der heutigen Welt mehr Kraft haben als früher, nicht gemeinsam ausgerichtet sind. Das heißt, die Teams schwirren in unterschiedliche Richtungen rum, machen unterschiedliche Dinge, aber es gibt keinen Zusammenhalt. Und wenn jetzt viele, viele Leute nicht in dieselbe, sondern in unterschiedliche Richtungen wandern, dann ist das relativ unproduktiv. Das nächste Problem ist natürlich, wenn ich nicht informiert bin über die Ausrichtung, der ich folgen soll, dann kann ich auch ganz schlecht Entscheidungen treffen. Das heißt, auf allen Ebenen, wo diese Unklarheit ist, können keine guten Entscheidungen getroffen werden. Und auch ganz oben können keine guten Entscheidungen getroffen werden, weil meistens keine Informationen von unten nach oben kommen. Das nächste Problem ist, dass Entscheidungen unheimlich lange brauchen in solchen entkoppelten Unternehmen, ne, wo oben und unten nicht verbunden ist. Entscheidungen brauchen also lange. Wenn Entscheidungen lange brauchen, dann haben wir ein sehr ineffizientes, uneffektives System gebaut und ein Unternehmen, das letztendlich keine Klarheit hat. Und es kommt wieder darauf zurück, die Leute wissen nicht, warum sie woran arbeiten, sie wissen nicht, was der nächste Schritt ist, sie wissen nicht, was der übernächste Schritt ist, können unheimlich schlecht mitarbeiten, mitentscheiden, mitdenken. Und viel schlimmer noch, diese Unklarheit im Unternehmen bringt relativ viel Unglück mit, nämlich Unglück über Disengagement. Wenn die Leute nicht wissen, warum sie woran arbeiten, macht es keinen Spaß. Warum komme ich um 9, warum gehe ich um 5, warum gehe ich nicht um 3? Warum das passiert, hat Gründe. Und die Gründe sind ein bisschen traurig. Das hat nämlich damit zu tun, dass wir mit einem überlebten Strategiebegriff leben in den meisten Umgebungen. Strategie ist einfach zu groß. Strategie ist ein Riesenmonolith, über den machen sich ein paar Leute an der Spitze des Unternehmens Gedanken. Einmal im Jahr, einmal alle 2 Jahre, mit viel Glück jedes halbe Jahr. In so einem Moment müssen unheimlich viele Entscheidungen getroffen werden, auf kleinstem Raum, in unglaublich hoher Unsicherheit. Jeder, der mal in Strategie gearbeitet hat, weiß, dass wir da in unheimlicher Unsicherheit arbeiten. Wir wissen nicht, welche Entscheidung richtig sein wird, und treffen sie trotzdem. Und wenn wir die nur ganz selten treffen, sind das riesige Entscheidungen, die sich ganz furchtbar anfühlen. Und dennoch, was machen wir? Wir gehen runter ins Unternehmen und kommen mit einem unglaublich großen Satz, sowas wie: Wir sind das Navigationssystem für Autohändler. Das ist erstmal ein toller Satz, der hat viel Arbeit gekostet, der bedeutet den Leuten, die ihn entwickelt haben, unheimlich viel, der drückt unheimlich viel aus. Das Problem ist, dass er dem Unternehmen nichts sagt. Das Unternehmen muss jetzt re-engineeren, herausfinden, was damit gemeint war. Für niemanden im Unternehmen ist dieser Satz handlungsleitend. Wir haben dabei noch ein Problem gerade angesprochen, nämlich: Es kann heute nicht funktionieren, dass wenige eine Vision, ein Ziel definieren. Wenige sind viel zu wenig informiert, wenige können nicht Fühler und Sensoren ins ganze Unternehmen haben, um die richtigen Informationen zu bekommen, um auf diesem Level von Unsicherheit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der dritte Grund, der darauf einzahlt und woher das kommt, ist nochmal was anderes. Wenn diese unheimlich schlauen Leute, und das sind sie, und unheimlich machtvollen Leute, und das sind sie im Unternehmen, mit einem Ziel daherkommen, dann wird das Ziel auch mit einem wichtigen, guten Plan zu erreichen sein. Und Leute machen diesen wichtigen Plan. Und jetzt hat das Ziel so viel gekostet, der Plan hat so viel gekostet. Was jetzt passiert ist, dass das Ziel, das wir hatten,
vom Plan überschrieben wird und alles, was wir jetzt machen, ist den Plan verfolgen. Wenn der Plan nicht eingehalten wird, sind wir alle tot. Alles furchtbar. Und das funktioniert nicht. Warum? Wir wissen, dass einfach langfristige Pläne kaputt gehen. Nicht erst durch die Komplexität der Welt, in der wir leben, die sogenannte VUCA-Welt, gehen Pläne kaputt. Wir wissen auch von alten Untersuchungen, dass Projekte, die lange dauern, einfach kaputt gehen. Und Pläne, die lange dauern, die gehen nicht auf. Und Ziele, die lange dauern, werden nicht genauso erreicht, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen also flexibel werden und Plananpassungen hinkriegen. Das klappt aber nicht, wenn Vision und Ziel entkoppelt sind von der Ausführung im Unternehmen. Und das ist genau, was passiert. Weil Vision und Plan jetzt so teuer werden, haben wir das Sunk-Cost-Syndrom und nichts davon darf kaputt gehen. Wenn das kaputt geht, ist alles kaputt. Und wenn der Plan so wichtig ist, dann wird niemand im Unternehmen uns erzählen, dass er gerade kaputt geht. Niemand. Denn wir wissen ja, was passiert. Wenn wir sagen, der Plan funktioniert nicht und der Plan ist kaputt und er führt nicht zum Ziel, dann sind wir renitent im Unternehmen, dann müssen wir uns exponieren und wir sind der Spielverderber. Das ist ja vollkommen klar. Und niemand meint das böse. Auch diejenigen, die die Vision ausgeladen haben. Das denkt niemand böse. Das sind einfach Dinge, die passieren, wenn wir sozusagen voreilig in so einen großen, bedeutenden Strategiebegriff reinmarschieren. Und deswegen behaupte ich, wir brauchen einen neuen Strategiebegriff. Und der Strategiebegriff hat vor allem eine Eigenschaft, der ist nämlich nicht mehr dieser Container, der von irgendwo runtergefallen kommt, sondern der ist emergent, der entwickelt sich. Auch unsere Vision entwickelt sich. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich will sozusagen was Stabiles zu was Instabilem machen, das ist aber gar nicht der Punkt. Ich will, dass die Vision was bleibt, was selten angepasst wird. Aber wir müssen natürlich wissen, wann sie angepasst werden müssen. Dafür müssen wir ganz vieles ändern im Unternehmen. Das erste ist mal, dass natürlich, und das ist noch relativ klassisch, die Vision runtergebrochen werden muss auf jeden Level, der kommt. Vor allem muss aber Folgendes passieren. Zweiter Punkt. Strategie und Ausführung sind jetzt eng gekoppelt miteinander. Das große Ziel, die Leute, die das große Ziel machen müssen, die Lauscher aufmachen im Unternehmen und immer wieder hinhören, ganz, ganz oft. Und ganz, ganz oft, das führt uns zum dritten Punkt, wir müssen nicht nur hinhören, wir müssen oft hinhören. Das heißt, plötzlich ist der Begriff Kadenz ganz wichtig. Wie oft hören wir hin ins Unternehmen? Und das muss sehr oft sein. Und das ist ungewohnt für die Leute, die einmal im Jahr über der Vision brüten und die ins Volk bringen. Jetzt zum Beispiel jede Woche, wie ich das anstrebe, hinzuhören im Unternehmen, was ist, und Rituale, Meetings einzuführen, wohin gehört wird, um entscheiden zu können. Um auch Entscheidungen, die von unten, von diesen schnell arbeitenden Teams gebraucht werden, zu liefern. Und das Nächste, was wir hinkriegen müssen, damit Leute auch kommen zu uns und erzählen, was los ist, jetzt müssen wir nahbar und fehlbar werden im Unternehmen. Das heißt, wir müssen berührbar sein, wir müssen eingestehen, dass diese Strategie, die wir ausgeben, bei aller Klarheit, die wir haben, auch gewisse Unsicherheiten birgt, müssen authentisch darüber kommunizieren. Das war der vierte Punkt. Und ich fasse nochmal zusammen. Der neue Strategiebegriff als Lösung muss bringen, eine Öffnung ins Unternehmen, hinhören, oft hinhören. Wir müssen verfügbar sein, nicht abgekoppelt in unserem Eckbüro, in unserem Elfenbeintürmchen, wo wir nun mal gerne sind, weil wir schlaue Leute sind und mehr wissen als andere. Und als weiteres müssen wir Entscheidungen ermöglichen auf dem richtigen Level. Nicht alles zur Strategie müssen wir entscheiden. Wir müssen die Lauscher aufsperren oft und dann sehen, auf welcher Ebene wird was entschieden. Also Dezentralisierung von Entscheidungen. Und am Ende noch, weil das alles komplex ist und schwierig und nicht damit zu tun hat, welche Boards und welche Meetings wir haben, sondern wie die Meetings aussehen, wie wir miteinander reden. Weil es schwer ist, brauchen wir Visualisierung, um schnell und effektiv miteinander reden zu können. Das ist ganz wichtig. Visualisierung. So versteht der Mensch besser. Geschichten erzählen, visualisieren hilft uns beim Verstehen von komplexen Dingen. Die Zeit, in der Veränderungen und Strategien von Individuen in Unternehmen definiert werden, ist vorbei. So wie man sagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen, brauchen wir auch das ganze Unternehmen, um Strategie zu machen und umzusetzen. Und es braucht die Verkopplung von diesen beiden Ebenen. Und wir brauchen weniger Trennung dieser Ebenen. Das heißt aber auf keinen Fall, dass wir reaktiv werden, sondern wir ordnen beim Zuhören die Störfaktoren ein, um zu gestalten und um alle gestalten zu lassen, auf der Ebene, wo sie gestalten können. Das heißt nicht Basisdemokratie, das heißt weiterhin gestalten auf unterschiedlichen Ebenen, jeder da, wo er arbeitet. Und damit wird Strategie die emergente Folge von Entscheidungen, die wir ständig treffen im Unternehmen. Welchen Wert bieten wir für wen?
Wie genau machen wir das? Was und wen brauchen wir dafür? Welche Kenntnisse und Fähigkeiten brauchen wir? Welche Systeme brauchen wir dafür im Hintergrund? Welche Dinge müssen wir dafür besitzen? Das sind die Entscheidungen, die getroffen werden, die zusammen Strategie sind. In einer ständigen Feedback-Loop auf unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wir wollen nicht die Vision jedes halbe Jahr ändern. Wir wollen nicht zu dieser Unklarheit beitragen. Und am Ende bedeutet das, dass Strategie nicht der Plan ist. Strategie ist Machen. Strategie und Machen ist eins. Und Strategie gehört irgendwie uns allen im Unternehmen. Wenn Sie es weiter interessiert, da ist der Abonnieren-Button. Alle paar Wochen wird es eine Folge geben, die uns Stück für Stück mehr erklärt, wie dieser neue Strategiebegriff funktionieren kann und was man dafür tun muss. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.